Sion Hefti, herzlich willkommen bei IBE. Sehr schön, dich zu begrüßen. Danke vielmals für die herzlichen Worte. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin und freue mich auf die Aufgabe. Wieso hast du dich für den Wechsel entschieden? Wieso kommst du zu IBE? Weil IBE der Topverein in der Schweiz ist, sehr erfolgreich spielt seit Jahren und das auch noch in Zukunft wird machen. Und ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Ich bin sehr ehrgeizig und ich freue mich auf die Zeit. Das ist eigentlich ein logischer weiterer Schritt in deiner Karriere? Ja, es ist ein sehr guter Schritt in meiner Karriere, da bin ich überzeugt. Ich habe hier eine neue Herausforderung, man kann neue Erfahrungen sammeln, man muss sich neu beweisen und neu Vollgas geben und auf das freue ich mich. Jetzt, was hast du so vom Team, wer kennst du da schon? Hast du vielleicht schon ein paar Spieler, die du schon ein bisschen kennst? Ja, ich kenne das Team relativ gut, klar als Gegner. Auf die einen Seite, und, aber auch von der Junioren-Nazi kenne ich einige Spieler sehr gut und auch schon intensiver. Wie schwer ist es dir gefallen, deine Heimat St. Gallen zu verlassen? Es ist mir nicht einfach gefallen, das ist klar. Ich bin in der Ostschweiz aufgewachsen und durfte dann dort 5 Profi-Jahre spielen, wofür ich sehr dankbar bin. Aber jetzt ist es Zeit geworden für einen nächsten Schritt und ich bin 100% da und freue mich auf die folgende Aufgabe. Was weißt du von Bern? Hast du irgendeinen Bezug zur Stadt Bern? Logisch kennt man Bern gut. Es ist die Landeshauptstadt unserer schönen Schweiz. Und, ich kann mich erinnern, mit der Schulklasse sind wir auf Bern gereist, wo ich noch ganz kleine Knirps war. Und dann haben wir den Bärengraben angeschaut und der hat einen mächtigen Eindruck gemacht. Sehr schön. Dann hoffen wir doch, dass du ein bisschen hier Eindruck machst bei uns auf dem Platz. Herzlich willkommen und alles Gute bei IBE. Danke vielmals. Christoph Speicher, herzliche Gratulation, einen erfreulichen Transfer zu vermelden. Ja, wir freuen uns natürlich sehr, dass der Sylvain Hefti sich entschieden hat, zu IBE zu wechseln. Ich glaube, es ist für uns ein toller Transfer, weil er einfach alles mitbringt, um hier den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen und einen wichtigen Eckpfeiler für unsere Mannschaft zu werden. Was zeichnet ihn als Spieler aus? Ja, er ist natürlich noch relativ jung, aber er hat schon eine unglaubliche Erfahrung, hat schon über 150 Matches, ist jetzt so 2 Jahre Captain gewesen, hat die Mannschaft vom FC St. Gallen aktiv mitgeprägt, auf und neben dem Platz und sicher ein absoluter Mentalitätsspieler, der gute Physis mitbringt auf seiner Position, wo durch seinen Offensivdrang auffällt, dort hat er auch sehr gute Lösungen und wir sind absolut happy, dass er da zu uns kommt. Und in diesem Sinne ist die Nachfolge von Saidi Anko damit auch geregelt? Ja, ist es so. Der Saidi Anko hat ein super Jahr mit uns, hat maßgeblichen Anteil an diesem Double-Gewinn. Es war aber eine komplizierte Vertragssituation, schon vor allem am Anfang an mit dem FC Porto. Dort hat sich schon länger abgezeichnet, dass wir dort keine Lösung finden. Und wir sind aber jetzt sicher glücklich, dass wir da mit dem Sylvain eine gute Lösung finden können. Und wir wünschen natürlich dem Saidi Anko alles Gute für die Zukunft. Er wird bei der IBE-Familie immer willkommen bleiben. Die lange Saison ist jetzt doch noch fertig gegangen. Die Neue hat schon vorher angefangen. Was steht jetzt an für die Spieler? Ja, die Spieler gibt es ein unterschiedliches Programm. Es gibt Teile, die jetzt noch ein paar Tage haben, zum Durchschnaufen, weil es doch jetzt so intensiv war mit diesen 2 Matchen, weil wir doch näher in die Saison, in die europäischen Quali-Spiele mit der absoluten mentalen Frische gehen. Ein Teil wird aber da bleiben, ein Teil trainiert momentan individuell. Die, die noch irgendetwas müssen aufholen müssen, die ein bisschen Zeit brauchen, die vielleicht nicht ganz so eine lange Saison hatten, wie die Spieler, die bei uns da die Saison zu Ende gespielt haben. Das bedeutet jetzt so das Ende einer Ära bei IBE. Die Zeit von Marco Wölfli und von Guillaume Waro ist jetzt definitiv vorbei. Ja, das ist so. Und es ist natürlich noch einmal wunderschön, dass am Sonntag diese Ära noch einmal mit einem Märchen zu Ende gegangen ist, dass sie als Doublesieger können abtreten können, nach dem 3. Meistertitel den Cup auch noch holen können. Und das ist sicher wunderschön und auch wohlverdient für die 2 absoluten IBE-Legenden. Zum Guillaume Waro möchte ich noch etwas sagen. Mir ist absolut bewusst, dass ich in meiner Funktion als Sportchef in der Öffentlichkeit stehe, dass ich Entscheidungen fällen muss, dass es zum Teil auch Kritik gibt. Und 2017 bei Vertragsverlängerung bin ich kritisiert worden, dass man vielleicht ein Jahr zu lang hat verlängert mit ihm. Jetzt wird von vielen Leuten nicht verstanden, dass man den Vertrag nicht verlängert. Mit dem kann ich absolut umgehen, aber zu einem Gerücht, das hier im Umlauf ist, möchte ich klar Stellung beziehen. Es entspricht nicht der Wahrheit, dass der Entscheid und die Begründung, warum das mit dem Guillaume Waro nicht weitermachen will, dass das Gespräch am Telefon stattgefunden hat, sondern das hat um 4 Augen stattgefunden bei mir im Büro, wie sich das selbstverständlich auch gehört.